Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, es gibt beinahe unzählige Aspekte dieses Evangeliums, dieser berühmten Begebenheit der Hochzeit zu Kana. Ich möchte heute mit Ihnen nachdenken über den einen Aspekt, der deutlich wird und der ein wenig verborgen ist. Beides. Er ist deutlich und verborgen zugleich. Es ist der Aspekt der Erwartung. Wir müssen dazu ein wenig im Johannesevangelium zurückblättern, damit uns das klar wird. Leider lässt auch die Ausgabe hier im Evangeliar den wörtlichen Text der ersten Worte weg. Wir haben Weihnachten den Prolog, dieses große Eingangslied, diesen Hymnus gehört. Im Anfang war das Wort. Und dann das Auftreten Johannes des Täufers, wie er Zeugnis ablegt, zunächst mit dem Ich bin nicht. Ich bin nicht der Messias. Er ist sozusagen der lebende Zeigefinger, der ganz auf Christus zeigt. Und er hat dann sehen und beobachten können, wie ein Teil seiner Jünger diesem Jesus, der da als Unbekannter in der Mitte steht, nachgeht, wie er ihm folgt. Wo wohnst du? Fragen sie ihn. Und sie gehen ihm nach, nachdem er sie eingeladen hat. Kommt und seht. Und er beruft den Nathanael. Und er gibt ihm eine Verheißung. Du glaubst an mich, sagt er, weil ich dich schon vorher erkannt habe und gesehen habe. Aber du wirst viel Größeres sehen. Ihr werdet die Engel sehen und den Himmel offen. Und genau nach dieser Verheißung setzt unser Evangelium an mit der Hochzeit zu Kana, und zwar mit den Worten, am dritten Tag aber fand eine Hochzeit statt. Am dritten Tag. Die, die ein wenig eingehört sind, hören schon sozusagen eine andere Resonanz vom Ende des Evangeliums. Da ist auch vom dritten Tag die Rede. Es ist verbunden mit Ostern. Und beides Mal geht es um die Erwartungen, die da sind aufgrund der Verheißung. Jesus hat den Jüngern gesagt, ihr werdet noch viel Größeres sehen. Und möglicherweise, das ist sehr menschlich, sind sie gespannt. Auch uns gilt ja eine Verheißung. Und wir sind oft gespannt, wenn wir um dies und jenes bitten, wenn wir dies und jenes von Gott erwarten. Ja, wann macht er denn jetzt endlich? Wann tut er denn das endlich, was wir erwarten und was er doch eigentlich auch versprochen hat? 3 Tage. Eine große geistliche Frau, die ich gleich noch einmal zitieren werde, Adrienne von Speyer, hat gesagt, angesichts der kurzen Spanne, die Jesus öffentlich wirkt, sind 3 Tage eine verdammt lange Zeit. Das ist für uns heute eine Ewigkeit. Bei uns muss ja alles sofort sein, direkt. Wir kaufen ein im Internet, wir machen Klick, wir bezahlen das und dann steht sozusagen Amazon schon vor der Tür. Demnächst kommen die mit diesen Zulieferdrohnen und wir haben noch nicht ganz bezahlt, fällt das schon auf den Balkon. Also wir können überhaupt nichts mehr erwarten, sondern das wird sogleich erfüllt. Und so ist unser Verhältnis auch Gott gegenüber. Bremsen wir uns ein wenig und versetzen uns in die Jünger. Sie werden den Himmel offen sehen und die Engel auf- und niedersteigen über dem Menschensohn, hat Jesus gesagt. Und jetzt bei einer Hochzeit, na, was für eine Gelegenheit. Was für eine Gelegenheit, sich zu präsentieren. Und offenbar sind es nicht nur die Apostel, sondern es ist auch Maria mit ihrer mütterlichen Sorge, die gleich im Blick hat, oh, große Panne bei dieser Hochzeit. Da geht das Hauptgetränk aus. Riesenblamage. Sie will das irgendwie vermeiden in ihrem fraulichen, mütterlichen Instinkt. Aber Jesus weist auch ihre Erwartung zurück. Frau, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ähnlich wie die Jünger am Ostertag. Was werden sie erwartet haben? Wahrscheinlich etwas ganz Großartiges, dass sie selber auferstehen werden, dass sie glorifiziert werden in irgendeiner Weise und alle Welt sieht, das sind die Apostel von diesem Jesus, den sie abgemurkst haben, aber der ist jetzt auferstanden. Und diese ganzen Typen, die zu dem gehören, die ihn zwar nie richtig verstanden haben, aber immerhin, die kommen jetzt ganz groß raus. Und sie sitzen sie da so ein bisschen verdruckt und verduckt und warten, dass sie groß rauskommen. Adrienne von Speyer, die eben schon zitierte, hat darauf aufmerksam gemacht,
dass zwar die Verheißungen erfüllt werden, aber nicht unbedingt unsere Erwartungen. Es liegt in diesen drei Tagen, die auch am Anfang unseres Evangeliums hier bei der Hochzeit zu Kana erwähnt werden, eine schwebende Pause des Wartens. Trotz diesem Warten ist der dritte Tag das vollkommen Unerwartete. Die Art und Weise der Mitteilung der Schau ist immer unberechenbar. Es herrscht die gleiche Verhältnislosigkeit zwischen Erwartung und Erfüllung wie zwischen der Frage des Menschen und der Antwort Gottes. Eine Verhältnislosigkeit, sagt sie. Diese Antwort ist oft scheinbar etwas Enttäuschendes, aber nur, weil man sie nicht begriffen hatte. Hat man sie aber begriffen, so enthält sie viel mehr, als man je erwartet hatte. Sie übersteigt das Höchste, was zu erwarten stand. Von Speyer weiter. Die Jünger meinten vielleicht, eine große, sensationelle Tat erwarten zu müssen. Sie erwarteten vielleicht, Engel zu sehen. Etwas, was den großen Worten der Verheißung angepasst wäre. Stattdessen geschieht das Wunder schlechthin, das nackte, nicht menschlich eingekleidete Wunder. Und es wäre ihnen im Augenblick vielleicht gleichgültig gewesen, Wasser statt Wein zu trinken, aber nun erhalten sie diesen Wein aufgrund des reinen Wunders, das ohne jede Vorbereitung und ohne jedes Verhältnis immer möglich ist. Und dann zu Ostern das Gleiche. Was erwarten Sie Großartiges? Was erhalten Sie? Sie erhalten etwas scheinbar Geringeres, Alltäglicheres, sehr Schlichtes, das Beichtsakrament. Jesus tritt in die Mitte der Jünger, er haucht sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Ach, denken Sie vielleicht jetzt auch. Lehnen sich zurück. Ach so, das war's schon. Da steht er extra auf von den Toten und dann kommt er mit sowas um die Ecke. Hat er sozusagen schon einen Beichtstuhl im Gepäck und sagt, jetzt seht mal zu, wie er klarkommt. Und wusste schon, dass im dritten Jahrtausend die, die er da beauftragt, faktisch arbeitslos sein werden, weil keiner mehr kommt. Weil man diese Gabe von Ostern überhaupt nicht mehr versteht. Und weniger nicht versteht, sondern nicht, einfach nicht mehr annimmt. Ja, Entschuldigung, das ist aber nicht das, was wir eigentlich mit Ostern verbinden. Bitte schön, da muss aber schon mehr kommen. Da kriegen wir bei Amazon mehr, wenn wir das bestellen und schneller, oder? Das Unerwartete und das, was zu unserer Erwartung nicht im Verhältnis steht. Darauf kommt es an, das zu entdecken. Und wie kann man das entdecken? Indem man das ganz Normale tut. Das ganz Normale tut. Füllt die Krüge mit Wasser. Ja, was soll denn da schon passieren? Damit wäscht man sich. Ja, gut, schön, dann sind sie voll. Und jetzt? Füllt die Krüge mit Wasser. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Das klingt so banal. Deshalb überhören wir das oft. Oft genug entdecken wir gar nicht die Gabe, die von dem kommt, von dem wir alles erwarten dürfen. Und immer ist die Gabe Gottes, seine Gnade, vermittelt durch Menschen. Gott greift nie direkt ein und schafft irgendetwas wie der Zulieferservice, aber der braucht auch einen Zwischendienst. Auch wenn es dann in Zukunft keine Menschen mehr sind, sondern irgendeine Drohne, die kommt. Aber auch das ist vermittelt. So handelt auch Gott. Jesus geht nicht selber hin und zaubert da einen Wein zusammen, sondern er bittet die Diener, die Wasserkrüge zu füllen, und sie tun es. Und er trägt den Aposteln auf, die Sünden zu vergeben. Es gibt sozusagen nicht eine österliche Bußfeier am Ostertag mit einer Generalabsolution für alle Generationen. Da wären wir fein raus, oder? Das wäre es doch, wenn das im Neuen Testament stände. Egal, was ihr macht, alle eure Sünden sind vergeben. Ist weg. Nein, er will diese Vermittlung durch Menschen. Das ist oft zu billig. Wie komme ich denn dazu, da hinzugehen? Oder muss ich mich jetzt hier mit Wasser abschleppen? Warum gibt es denn nicht einen Wein jetzt irgendwie? Kann nicht hier in so einen Bach entspringen, wo wir auch den Wein, das wäre viel eindrucksvoller. Das könnte man glatt noch abfilmen.
Aber Wasserkrüge und dann schöpft man und dann denkt man, oh, schönes Wasser. Liebe Schwestern und Brüder, das ist die Aufgabe, die in diesem Evangelium für uns liegt. Unsere Erwartungen ernst zu nehmen, ja, aber sie zugleich offen zu halten für das, was und wie Gott gibt. Und dass er vermittelt durch Menschen gibt. Und das Normale zu tun. Wenn man das Evangelium noch einmal ruhig liest, mir kam der Gedanke, ja, es ist im Moment wie bei uns. Das Fest muss weitergehen, in der Kirche auch, obwohl irgendwie alles ist irgendwie so am Bröckeln, aber wir, natürlich feiern wir Weihnachten und dann machen wir auch so ein paar Zusatzfeste. Es gibt Heiligrocktage und dann gibt es ein Pfarrfest und dann lassen wir uns noch was einfallen. Natürlich, das ist wichtig, damit Menschen zusammenkommen, sich ihres Glaubens vergewissern. Und natürlich ist Jesus gegenwärtig, das hat er versprochen, wo 2 und 3 in meinem Namen versammelt sind. Und die Mutter Gottes ist sogar dabei, wie im Evangelium. Aber irgendeine merkt plötzlich, ist nicht zufällig gerade sie, sie haben keinen Wein mehr. Denen geht die Luft aus. Denen laufen die Leute davon. Sie haben nichts mehr zu sagen. Sie sind innerlich ausgebrannt. Sie können nichts mehr. Sie wollen nichts mehr. Sie glauben nichts mehr. Ihre Klöster zerbröseln, ihre Seminare sind leer. Die Thinktanks in den Diözesanverwaltungen voll, aber die kochen auch nur mit Wasser und es bleibt Wasser. Was ist zu tun? Wir dürfen von Jesus alles erwarten. Auch die Lösung dieses Problems, das sehr, wenn man sich damit konfrontiert, sehr bedrückend und auch sehr deprimierend sein kann. Aber wir müssen uns die Offenheit bewahren, dass die Lösung wirklich von ihm kommt und dass er sie so wirkt, wie wir es vielleicht nicht erwarten. Dass nicht schnippschnapp alle Klöster wieder auf Hofglanz sind und die Seminarien voll und die Kirchen wieder voll, dass es vielleicht so gerade nicht geht. Aber er wird helfen. Er wird lösen. Er wird doch das Wasser dieser Misere, in der wir stehen, in seinen Wein verwandeln. Aber in seinen, nicht in unsere Bärenauslese, die wir uns vielleicht zusammenträumen, kirchlicherseits. Er wird sie verwandeln in seinen Wein. Er wird sie durch den Tod, durch das Leiden hindurch verwandeln, wie am Ostertag. Und dann in unserer Mitte stehen und uns beschenken. Es liegt an uns, dass wir uns genau für diese Zeit, für dieses Geschehen öffnen.